Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play to the Moon. Yay. Ich glaube, es geht so langsam dem Finale zu. Wir hatten zuletzt ja in der letzten Folge dafür gesorgt, dass Johnny seinen Traum, Astronaut zu werden, wahrnimmt. Und die liebe Eva hatte daraufhin, beziehungsweise um das zu erreichen, River aus seinem Leben sozusagen rausgelöscht. Und jetzt sind wir hier gerade bei der NASA. Ja, und schauen mal, was uns erwartet. Ein langer Gang. Bitte warten Sie hier. Es wird gleich jemand kommen, der Sie herumführt. Ja, da ist Johnnys Zimmer anscheinend. Mit seinem Rucksack und einem Buch hat er dahin gelegt. Und jetzt können wir auch dahin laufen. Armselig, dieses ganze Theater nur wegen eines Mädchens. Ich wusste, dass du das jetzt sagen würdest, Neil. Wie armselig, dieses ganze Theater nur wegen eines Mädchens. Na endlich, schön, dass du wieder da bist. Ja, ja. So, was hat er denn da hingelegt? To the Moon, die Geschichte eines Versagers, der Astronaut werden wollte. Ein Roman von Joe... Was? Wie sein eigener Bruder schreibt über... Ach du meine Güte. Weil wir haben ja in dem Rückblick, also beziehungsweise in dem Lebensverlauf, wo dann River aus den Erinnerungen rausgelöscht wurde, haben wir ja gesehen, dass der Bruder ein Schriftsteller geworden ist. Und auch dann eine Autogrammstunde, glaube ich, hatte in dem Buchladen und so. Ja, ja, Joey Wiles. Ich kann nicht glauben, dass sich dieser Quatsch verkauft hat. Wir sind ja nicht in der wirklichen Welt, Neil. Ach wie? Wie, wir sind nicht in der wirklichen Welt? So, hier sind Haufen... Ach, hier ist so dieses Terminal, hä? Okay, was müssen wir machen? Was ist unser großes Ziel? Was ist unsere große Ziel? Hä? Wir gehen hier mal an den Schalter ran. Nee. Können wir Johnny selbst an... Ja, ja. Wir haben nicht die Zeit, ihn einfach nur anzustarren. Okay, und was müssen wir machen? Ach so, da lang. Okay. Es werden 4 Memory Links benötigt, um fortzuschreiten. Okay, wir müssen 4 Memory Links finden. Ach, hier ist ein Aufzug. So, dann fahren wir doch mal Aufzug. Mit noch ein paar anderen. Liegt es an mir, oder ist dieser Aufzug innen kleiner als außen? Okay, gehen wir mal 2F. Ach, Herr Jemine. Das ist das Missionskontrollzentrum. Im Moment passiert hier nicht viel, aber eines Tages werden Sie es in Aktion erleben. Ich habe beinahe erwartet, dass Zordon auf dem Bildschirm auftaucht. Okay, Zordon kenne ich leider nicht. Hm, hier nicht. Ah, das ist bestimmt wieder irgendeine Anspielung auf irgendeine Anime-Serie oder sowas. Was? Lass uns gehen. Ah, da haben wir den zweiten Memory-Link bekommen. Sehr schön, sehr schön. Ah, dann finden wir jetzt bestimmt in jedem Stockwerk eins. So, können wir hier die Leute anklicken? Nee, können wir nicht. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter. Bam, 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 bam. Was ist denn das hier? Okay, kann ich nicht anklicken. Dann mal wieder rein in den Aufzug. Und die fahren sogar mit. Sag mal, was meinst du, war die Mondlandung im letzten Jahrhundert wirklich... Fang nicht damit an, Neil. Fang gar nicht erst an. So, 3F. Schauen wir doch mal. Und das ist die Zentrifuge. Wenn Sie Glück haben, werden Sie eines Tages lernen, sie zu hassen. Genau, das Schleuderdings. Ja, auch nicht. Wovon redest du? Ach, die sucht bestimmt nach River, kann das sein? Komm, wir haben nicht mehr lang. Die hat bestimmt... Ah, ich ahne, was passiert. Ah! Die hofft, dass River hier ist, oder? Kann das sein? Ah. Ihre Werte sind hervorragend, aber trotzdem müssen wir ihren Zustand in den kommenden Sitzungen genau überwachen. Gehen Sie in einen anderen Raum, erwartet man Sie schon. Okay. Gut, gut, gut. Dann fahren wir doch mal ganz runter. Ich hoffe, bei der echten NASA haben sie größere Aufzüge.
Das sind ja nur die Erinnerungen von Johnny. Also vielleicht kam ihm der Aufzug ultra klein vor. Kann er sein? So. Die Eva, die hofft, dass sie River hier sieht. 100 pro. Am Shuttle wird zurzeit mit Hochdruck gearbeitet. Wir können es uns im Moment nur von hier aus ansehen. Das ist nicht gut. Vielleicht haben wir doch etwas übersehen. Du musst wirklich mal an deiner Kommunikationsfähigkeit arbeiten. 100 pro. Wow. Was kannst du laut sagen? Weißt du, was am eindrucksvollsten ist? Was? Das Stück ganz oben ist da und das untere Ende vom Shuttle. Da muss ich dir zustimmen. Oh, wie ich die Armen sehen und bemitleide, die diese Details nicht ansehen können. In der Tat, besonders die Nase da oben. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, wird es wohl nicht mehr so wie jetzt aussehen. Ja, jetzt ist die einzige Gelegenheit. Okay, letzter Memory Link haben wir. Am Shuttle wird zurzeit bla bla bla, das haben wir ja schon gesehen. Jetzt können wir wieder nach oben fahren und durch diese Tür durchgehen. Und dann hoffen wir mal, dass wir auch langsam mal River sehen, ne? Das ist doch 100 pro ihr Plan. Mittlerweile verstehe ich, wie das Spiel läuft. Das können sie mir nicht erzählen hier. Jawohl. Alle Leute Daumen drücken. Ich frage mich, ob die echte NASA wirklich so aussieht. Wahrscheinlich nicht. Dies ist ein Konstrukt aus Johnnys Fantasie. Ach wie, das ist gar nicht die wirkliche Vergangenheit, sondern das ist nur eine mögliche Fantasieebene, oder was? Ah ja, Wikifakten, verkleistert mit seinen Hirngespinsten. Trotzdem merkwürdig, Vögel zu hören, aber keine zu sehen. Hä? Kann es sein, dass die gar nicht dafür sorgen, dass die Leute wirklich das wirklich machen in der Vergangenheit, sondern einfach nur, dass die Leute sich in ihrer Fantasie denken, die hätten das getan? Naja, ist ja auch egal. Oh Gott, jetzt werden die fundamentalen Fragen gestellt. So, Vögel zu hören, aber keine zu sehen. Ah, die suchen. Ja, die guckt. Sorry, Neil. Ich dachte wirklich, wir hätten eine gute Chance. Was? Und hier ist der Pausenraum. Das ist David. Er ist unser Missionsspezialist. Freut mich, Sie kennenzulernen. Zumindest hat er es in die NASA geschafft, so wie es aussieht. Meinst du, er hat's bis zum Ende durchgehalten? Selbst wenn, es braucht mehr als das, um Astronaut zu werden. Ach so, doch, es ist wirklich seine Vergangenheit, okay. Also aber schon manipuliert von den beiden hier und trotzdem sind sie immer noch in der Erinnerung daran. Dann lass uns schnell den letzten Memory Link finden. Ich würde ungern das Finale verpassen. Was ist los? Ist es schon zu spät? Ich weiß es nicht. Ach stimmt, der stirbt ja auch bald. Die müssen sich ja auch ein bisschen beeilen, ne? Und? Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Ah, hier ist unser anderer Neuzugang. Jawohl. River, richtig? Schön, Sie dabei zu haben. Oh, ich freue mich gerade voll. Hallo, ich bin John. Yes. Puh. Ich sag doch, die hat danach geguckt. Ich dachte schon, sie wäre nicht... Was zum... Eva. Du hast sie doch gelöscht. Nein, wie ich schon sagte, ich habe sie nur verschoben. Was sie mit ihrem Leben anfängt, ist ihre Sache. Aber diese Welt besteht aus öffentlichen Daten und Johnnys Fantasie. Und weil Rivers persönliche Daten nicht Teil der öffentlichen Quellen sind, kommt das hier alles von Johnny. Hä? Trotzdem gab es nur eine gewisse Chance. Wie konntest du sicher sein, dass es funktionieren würde? Ich war mir nicht sicher.
Das hätte ganz schön schief gehen können, ist dir das klar? Du warst noch nie sehr risikofreudig, Neil. Jetzt küss mich endlich, du Affe. Einigen wir uns darauf, dass diese Runde an mich geht. Wir haben noch zwei weitere Helme, oder? Ich glaube, Johnny würde sich mal ein bisschen Gesellschaft freuen. Hör, was macht die jetzt? Und das Lied hat er auch wieder komponiert. Wie es scheint, hat er es selbst geschrieben. Ganz schön eintönig, wenn du mich fragst. Wie heißt es? To the Moon. Ach, vorher hieß es ja für River, ne? Das ist ein schöner Titel. Vorher hieß es ja für River. Wen haben sie denn jetzt angeschlossen? Hä? Hä, wer sind denn die beiden? Ah, da seid ihr ja. Ihr zwei solltet euch ausruhen. Morgen ist der große Tag. Noch ist das süß. Jetzt haben sie sich doch. Yay, und zum Mond geht's auch. Und wir sind auf einer Brücke gelandet, bei der wir anscheinend das Spektakel mit beobachten können. Ich will auch Astronaut werden, Dad! Hilfe! Eines Tages, mein Sohn, wirst du das vielleicht. Pah! Nee, ey. Ist das Niklas? Du hättest ihn sehen sollen, als wir noch zusammen zur Schule gingen! Ach, die hat er jetzt mit reingeschmissen, oder wie? Ich schwör's dir, er hat sich keine Ruhe gegönnt. Er hat es immer und immer weiter versucht, als gäbe es für ihn nur dieses eine Lebensziel. So, wer steht hier? Joey, yay. Weißt du, das ist mein Bruder da in diesem Shuttle. Wow! Yep, ich habe darüber mal ein Buch geschrieben. Allerdings mit einem weniger optimistischen Ende. Da muss ich jetzt wohl noch mal ran. Da oben sitzt Eva. Wir schauen mal hier, das ist die Mutter, ne? Ach nee, das ist... Ach, die hat darüber geholt. Lilly und den Arzt. Ah. Hey, Dr. Watts, nicht wahr? Danke, dass Sie uns hereingelassen haben. Ja, schon gut. Eva hat das geregelt. Haben Sie herausgefunden, weshalb er zum Mond wollte? Natürlich. Und, was haben Sie alles gesehen? Sagen wir mal so, das Ganze war ein Haufen schmalziger Käse, der sich dann von selbst gelöst hat. Das ist auch sehr fein formuliert. Wissen Sie, letzte Nacht habe ich mehrmals gedacht, dass wir Johnny bereits verloren hätten. Ich denke, dass er am Leben festhält, um auf Sie beide zu warten. Dann hat er ganz schön viel Geduld. Ich hoffe nur, dass sich das Warten lohnt. Machen Sie schon weiter, Ihre Kollegin wartet. So, hier oben sitzt auch schon die Eva.
Und da hinten sehen wir das Shuttle. Yay. Ich dachte, von hier wäre die Aussicht ganz gut. Zumindest gut genug, um den Verkehr zu sperren, hm? Sicher, sogar dann, wenn die beiden real wären. Wieso sagen die... Hä, das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Ich denke, es ist eine... Ist das jetzt nur eine Fantasie oder ist es nur ein, oder ist es wirklich die Vergangenheit, die jetzt dadurch, die jetzt verändert wurde? Tja, das ist wohl der Augenblick, für den wir so lange gearbeitet haben. Bereit für den Start? Start freigeben, klar. Los geht's. Komm auch zu mir. Warum? Warum nicht? Du wirst mich nur wieder über den Rand schubsen, oder? Durchaus möglich. Aber die Aussicht ist das Risiko wert. Na dann mal hoch, Neil. Na komm. Put, put, put. Und im Control Center wird alles vorbereitet. Jetzt fliegt der Shuttle hoch, explodiert, fertig. Das wäre so fies. Weil ich eines Tages mit einem von ihnen Freundschaft schließen werde. Das war jetzt gut. Ach, und jetzt sieht man, wie sich die Realität, also die wirkliche Vergangenheit, jetzt dadurch verändert, dass dieses Ereignis war. Und wie sie trotzdem halt am Leuchtturm gerade geheiratet haben und im Wirtshaus saßen. Aber der Bruder saß halt mit dabei, das habt ihr gesehen. Und jetzt sind sie alt. Oh, schön. Das ist der Herzmonitor, hm? Oder ist das in der Rakete? Wow.
Ja. Oh, wow, okay. Das war jetzt... Da ist er jetzt gestorben, oder? Das war jetzt der Herzmonitor, der dann... Der Herzstillstand, ne? Oh. Okay, ja, wir sind am Ende angelangt. Also erstmal vielen Dank an alle, die mir das empfohlen haben, das Spiel. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich verstehe, warum mir das so brennend und wärmstens ans Herz gelegt wurde. Das ist wirklich ein wunderschönes Spiel. Besonders nicht nur der Soundtrack, sondern auch schon auch die Optik finde ich sehr, sehr schön. Es gibt ja auch RPG-Maker-Spiele, die ein bisschen, naja, auch nicht hübsch aussehen. Das hier ist vollends gelungen, würde ich sagen. Und man sieht, dass sich da sehr viel Mühe gegeben wurde. Vor allen Dingen auch mit diesen ganzen wissenschaftlichen und vor allen Dingen der Humor dazu ist der Knaller. Also mir hat das Spiel super, super gut gefallen. Ich hoffe, euch hat das Let's Play dazu gefallen. Ja, und Dankeschön an euch auf jeden Fall für die Kommentare, die Bewertungen, auch fürs Zusehen natürlich. Das reicht wie immer schon. Ja, was kommt als nächstes? Danke an Großvater und Familie. Ach, das ist ja süß. Da hat derjenige seinem Großvater gedankt. Okay, ja, als nächstes wird dann wieder wahrscheinlich Horror, Survival, ein bisschen was kommen. Mal schauen. Ich bin auch vielleicht dazu geneigt, ein kleines Horror-RPG-Maker-Spiel auch wieder zu spielen. Mal schauen. Oh, kommt jetzt noch ein Epilog? Ja, kommt noch ein Epilog. Steht der an einem Grab? Hilfe! Danke, geht jetzt spielen, okay? Ah, das sind Grabsteine, ne? Kann immer noch nicht glauben, dass Johnny das Haus einfach so an Lily vererbt hat. Ach, er hat ihr das Haus vererbt. Ach, das ist ja süß. Tja, wem hätte er es sonst geben sollen? Uns? Wobei es wirklich ein ziemlich mieser Ort für Begräbnisse ist. Wenn es mal einen Erdrutsch gibt, können sie unten mit den Fischen schwimmen. Noch ein bisschen zu früh für Scherze. Nö, dafür ist es niemals zu früh. Netter neuer Klingelton. Hallo, Eva hier. Wir sind auf dem Weg. Neuer Patient? Neuer Patient. Dann los. Ja, und so gehen sie weiter, um dem nächsten Menschen seine Lebensträume zu erfüllen. Aber irgendwas stimmt schon wieder nicht, anscheinend. Soll das jetzt ein offenes Indiz sein für den zweiten Teil, oder was? Episode 1, To the Moon, Häkchen. Wie kommt jetzt noch Episode 2, oder was? www.freebirdgames.com. Besucht uns auf Facebook und Twitter für zukünftige Updates. Escape drücken zum Beenden. Ja, wie gesagt, ich habe ja gerade schon alles gesagt. vielleicht kommt ein Horror-RPG-Maker-Spiel mal wieder dazwischen. Ansonsten könnt ihr mir gerne Spiele wie immer vorschlagen. Wenn es geht, möglichst kostenlos oder aus dem Internet. Irgendwie aus sicherer Quelle mit einem Download-Link vielleicht oder so. Das wäre sehr, sehr nett. Ansonsten suche ich mir das halt selber. Ist kein Problem. Jo, was noch auf dem Plan steht. Ich habe ja noch How to Survive momentan im Koop aufgenommen gehabt. Wobei es da momentan ein bisschen hängt. Obwohl wir da schon viele, viele weitere Folgen aufgenommen haben. Dann steht auf dem Plan Obscure. Das ist so ein Highschool-Teenager-Survival-Horror, also das ist eigentlich ganz nett. Gut, das wird für die Leute, die so eine Spiele hier wie To the Moon mögen, vielleicht nicht so unbedingt so dolle sein, aber dafür gibt es ja mehrere Genres auf meinem Kanal. Wie gesagt, schlagt mir Sachen einfach vor. Wenn ihr weiter so eine schöne Spiele habt, sehr, sehr gern. Ja, ansonsten bleibt mir jetzt gar nichts mehr zu sagen. To the Moon, ein wunderschönes Spiel, sehr empfehlenswert, ihr könnt euch das bei Steam kaufen oder es gibt es auch im Laden mittlerweile. Ja, dann nochmal vielen lieben Dank an alle, die zugeschaut haben, kommentiert haben, bewertet haben.
ja, und mir da zur Seite gestanden haben. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.